Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, Worlds Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr freut euch auf ein neues Video. Ja, Freunde, da mich einige von euch in letzter Zeit gefragt haben, ob es aktuell einen guten Money Glitch in GTA Online gibt, habe ich mir heute gedacht, dass ich euch heute hier in diesem Video einen richtig überkrassen Unlimited Money Glitch in GTA Online zeigen werde, mit dem ihr alle 20 Sekunden Pi mal Daumen 1,8 Millionen GTA Dollar machen könnt. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dass ich mal wieder nach so langer Zeit einen Money Glitch hier für euch hochlade, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr so etwas in nächster Zeit öfters sehen wollt oder ob ihr eher sagt, nein, danke, brauche ich nicht. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, würde ich mich außerdem mega freuen, wenn du mir noch ein Abo dalassen würdest. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem eigentlichen Video und da beginnen wir jetzt erst einmal mit den Voraussetzungen für diesen Glitch. Also, für diesen Glitch braucht ihr zwar ein paar Vorbereitungen, aber dafür rentiert sich dieser Glitch wirklich richtig krass. Zunächst einmal braucht ihr eine eigene Arena, inklusive einer Werkstatt da drinne. Welche Ebene ihr in der Arena für den Glitch nutzt, ist im Grunde vollkommen egal. Ich nutze da die Ebene B1 oder wie sich das in der Arena auch immer nennt. In der Arena benötigt ihr dann noch ein paar Fahrzeuge. Zunächst einmal das Fahrzeug, welches ihr euch duplizieren wollt, und da kann ich euch nur wie immer einen voll aufgerüsteten Zukunfts-Easy empfehlen, denn der wird euch, wenn ihr den voll aufgerüstet habt, hinterher beim Verkauf um die 1,8, 1,9 Millionen GTA Dollar bringen. Wichtig ist, dass ihr hier ein eigenes Kennzeichen drauf habt, welches ihr euch über die iFruit App irgendwann in GTA Online schon einmal bestellt habt, denn sonst wird das Fahrzeug hinterher eine dreckige Kopie, wenn da eben kein eigenes persönliches iFruit Kennzeichen hinten drauf ist. Als nächstes benötigt ihr eine Pegassi FCR 1000. Diese könnt ihr euch für um die 300.000 GTA Dollar auf Benny's Original Motorworks, also der Internetseite von Benny's Original Motorworks, kaufen. Und diese muss sich hier ebenfalls drin befinden. Und zu guter Letzt braucht ihr hier noch so viele Autos, die ihr wegwerfen könnt, wie ihr euch den Easy duplizieren wollt. Hier kann ich euch an dieser Stelle wie immer nur den LG RH8 empfehlen. Könnt ihr euch bei Benny's Original Motorworks bzw. auf der Internetseite von Benny's Original Motorworks für 0 GTA Dollar kaufen. Ballert euch damit einfach die Arena komplett voll bzw. kauft ihn euch so oft kostenlos wie es geht da rein, wie ihr euch eben den Easy duplizieren wollt. Als nächstes benötigt ihr einen eigenen Nachtclub und ihr braucht die Ebene, wo die Servicefahrzeuge im Nachtclub sich drinnen befinden, wie zum Beispiel der Mule, der Pounder und der Speedo. Und zu guter Letzt braucht ihr dann noch die Hilfe von einem Freund. Der muss aber bei diesem Glitch nicht wirklich viel machen. Und das wären im Grunde schon alle Vorbereitungen für diesen Glitch. Und deshalb würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit dem eigentlichen Glitch. So, seid ihr jetzt nun im Online-Modus von GTA angekommen, dann begebt euch jetzt als allererstes mal mit einem Kumpel zusammen irgendeine x-beliebige Sitzung. Wir machen das Ganze in einer Freundessitzung und dann trefft euch mit ihm beim Casino. Hier an dieser Stelle müsst ihr hingehen und irgendein x-beliebiges Auto von euch mitnehmen, mit dem ihr ins Casino, in das Parkhaus vom Casino reinfahren könnt. Habt ihr das soweit, so wie ich es euch bis jetzt hierhin erklärt habe, öffnet ihr euer Interaktionsmenü und stellt im Interaktionsmenü den Fahrzeugzugang auf Beifahrer ein. Habt ihr das jetzt nun gemacht, steigt ihr jetzt nun beide in das Auto von euch ein, ihr auf dem Fahrersitz und euer Kollege halt auf dem Beifahrersitz, und dann fahrt ihr in das Parkhaus des Casinos rein. Seid ihr hier drinnen jetzt nun angekommen, dann steigt ihr beide automatisch aus dem Fahrzeug aus, welches nicht schlimm ist. Euer Kollege muss jetzt nun wieder in das Fahrzeug einsteigen. Er wird auf dem Beifahrersitz sitzen und hier pümmelt er einfach die ganze Zeit rum und macht jetzt nichts mehr, außer zuzusehen, dass er nicht wegen Inaktivität aus der Lobby rausgeschmissen wird. So, seid ihr da jetzt nun drinnen, dann verlasst ihr jetzt zu Fuß ganz einfach das Casino. Seid ihr jetzt nun draußen vorm Casino gespawnt, ist es jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch jetzt kein persönliches Fahrzeug organisiert. Ihr könnt euch einfach ein Straßenfahrzeug klauen oder einfach das Fahrzeug von eurem Freund benutzen, wenn das hier beim Casino stehen sollte. Habt ihr euch jetzt ein Fahrzeug organisiert, dann fahrt ihr jetzt
jetzt nun mit diesem Fahrzeug zu eurem Nachtclub. Seid ihr jetzt nun beim Nachtclub angekommen, dann steigt ihr jetzt nun aus und dann betretet ihr euren Nachtclub zu Fuß, und zwar die Ebene, wo sich eure Special-Fahrzeuge drinne befinden, sprich der Mule, der Pounder und der Speedo Custom. Seid ihr jetzt nun auf dieser Ebene im Nachtclub gespawnt, dann lauft ihr jetzt nun zu einem der drei Fahrzeuge hin, ist vollkommen egal, welches Fahrzeug ihr hierfür verwendet. Ich benutze den Speedo, steigt in das Fahrzeug ein und dann drückt einmal die Pfeiltaste rechts, um all dieses Fahrzeug, in dem ihr gerade drinnen sitzt, zu tunen. Habt ihr das nun gemacht, dann werdet ihr jetzt nun merken, dass eure Kamera jetzt nun gefroren ist, dass ihr nichts mehr bewegen könnt, und wenn dem der Fall ist, dann drückt ihr einmal die Options-Taste, um jetzt in euer Pausenmenü reinzugehen. Seid ihr nun im Pausenmenü angekommen, schließt ihr ganz einfach wieder das Pausenmenü und ihr werdet merken, dass ihr jetzt nun eure Kamera wieder bewegen könnt, und nun müsst ihr hingehen, aus dem Auto ganz einfach aussteigen. Wenn ihr jetzt allerdings zum Ausgang des Nachtclubs geht, werdet ihr merken, dass ihr den Nachtclub jetzt nicht mehr auf normalem Wege verlassen könnt, und wir müssen aber jetzt weiter zur Arena, und um jetzt zur Arena zu gelangen, müssen wir den Job-Teleport-Glitch machen. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch kennen den Job-Teleport-Glitch in GTA Online. Dazu öffnet ihr ganz einfach euer Pausenmenü, geht dann auf eure Karte und ladet dann ganz einfach einen Job, der sich in der Nähe von der Arena befindet. Diesen startet ihr halt einfach, wenn ihr auf das Jobmenü-Symbol auf der Karte geht, indem ihr dort die Viereck-Taste drückt und das Ganze mit der X-Taste bestätigt. So, werdet ihr jetzt nun gerade ins Jobmenü reingeladen, dann wartet ihr ganz einfach ab, bis ihr im Jobmenü angekommen seid, und dann geht ihr ins PSN, egal ob ihr auf der PlayStation 4 oder auf der PlayStation 5 spielt, und dann sucht ihr euch den Anavac-Bot raus. Wenn ihr nicht wisst, welchen Anavac-Bot ihr joinen könnt, diese findet ihr hier gerade für eure Konsole im Video schon eingeblendet. Einfach eintippen im PSN und dann einfach dem Anavac-Bot joinen. So, habt ihr das nun gemacht, dann bekommt ihr in GTA jetzt nun die Meldung, ob ihr dem Anavac-Bot wirklich joinen wollt. Die erste Meldung bestätigt ihr mit der X-Taste, und die zweite Meldung, in der euch dann gefragt wird, ob ihr euren Zielmodus ändern wollt, diese Meldung lehnt ihr dann ganz einfach mit der Kreistaste ab. Und wenn ihr das nun gemacht habt, dann spawnt ihr zu Fuß dort bei der Arena, wo sich der Jobkreis von diesem Job befindet. Und dann geht ihr jetzt ganz einfach hin und dann lauft ihr zu eurer Arena. Seid ihr jetzt nun beim Eingang der Arena angekommen, dann geht ihr hin und dann betretet ihr zu Fuß die Arena und genau dort diese Ebene, wo sich eben die vorbereiteten Fahrzeuge drin befinden. So, seid ihr jetzt nun in der Arena angekommen, dann lauft ihr jetzt nun zu eurem Motorrad rüber, welches ihr euch ja vorhin gekauft habt, also der Pegassi FCR 1000, und dann steigt ihr auf das Motorrad drauf. Habt ihr das nun gemacht, drückt ihr jetzt nun einmal die Pfeiltaste nach rechts, um mit dem Motorrad in die Tuning-Werkstatt rüber zu fahren, und wenn ihr jetzt hier nun angekommen seid, werdet ihr nun merken, dass ganz oben steht Aufrüsten Benny's Original Motorworks, und hier drückt ihr einmal die X-Taste, um dort reinzukommen, und dann seht ihr, dass ihr jetzt hier an dieser Stelle einmal 186.000 GTA Dollar bezahlen müsst, um das Motorrad aufzurüsten, und genau das macht ihr jetzt an dieser Stelle. Ihr kauft euch einmal diese Aufrüstung, ihr werdet auch sehen, dass das Motorrad sich danach verändert, allerdings steht danach immer noch, dass ihr das Motorrad dort aufrüsten könnt. Ist das jetzt bei euch genauso wie bei mir hier im Video, öffnet ihr einmal euer Pausenmenü, und wenn ihr im Pausenmenü seid, schließt ihr wieder euer Pausenmenü. Habt ihr das gemacht, dann geht ihr wieder ins PSN und dann geht ihr wieder rüber auf den Anavac-Bot, und diesen müsst ihr jetzt erneut joinen, genauso wie gerade. Allerdings, sobald ihr jetzt dem Anavac-Bot gejoint seid und ihr zurück in GTA seid, müsst ihr die X-Taste durchspammen, um eben noch einmal dieses Upgrade zu bestätigen, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, wird euer Motorrad unsichtbar und danach erscheint die Meldung, ob ihr dem Anavac-Bot wirklich joinen wollt. Die erste Meldung bestätigt ihr direkt mit der X-Taste. Ihr werdet eine zweite Meldung bekommen, in der drin steht, ob ihr euren Zielmodus ändern wollt. Diese bestätigt ihr auch mit der X-Taste, und danach werdet ihr eine dritte Meldung bekommen, in der drin steht, dass die Sitzung vom Anavac-Bot privat ist, und diese Meldung, in der Meldung wartet ihr ganz kurz ab, weil ihr darunter in den Himmel geladen werdet. Wartet hier 3-4 Sekunden ab und dann drückt ihr einfach die X-Taste, um diese Meldung auch noch zu bestätigen. Habt ihr alles richtig gemacht, seht ihr euch noch kurz im Himmel und dann fährt die Kamera wieder runter Richtung Arena, und dann werdet ihr in der Tuning-Werkstatt der Arena ohne das Fahrzeug bzw. ohne das Motorrad spawnen. Das Motorrad ist einfach verschwunden, es befindet sich auch nicht mehr auf seinem Fahrzeugstellplatz.
und nun könnt ihr hingehen und die ganze Zeit eure Fahrzeuge durchgehend duplizieren. By the way, euer Kollege kann jetzt auch die Sitzung verlassen, der muss nicht mehr im Casino in dem Fahrzeug drinnen sitzen bleiben. So, ihr geht jetzt nun zum blauen Kreis in der Arena und dort tauscht ihr den Easy, den ihr duplizieren wollt, mit einem LG RH8 aus, den ihr wegwerfen könnt. Ihr werdet merken, dass die Fahrzeuge sich scheinbar nicht getauscht haben, aber in der Liste, wo die Namen der Fahrzeuge drinne stehen, sind die Fahrzeuge jetzt nun vertauscht. Ihr geht jetzt nun hin, steigt danach in den Easy ein, drückt einmal die Pfeiltaste nach rechts, um mit dem Easy in die Tuning-Werkstatt zu fahren und dann verändert ihr dort irgendetwas am Easy und sobald ihr das gemacht habt, habt ihr die erste Kopie auch schon abgespeichert. Und nun müsst ihr das Ganze einfach nur noch wiederholen. Sprich, ihr steigt wieder aus dem Easy aus, lauft wieder zurück zum blauen Kreis und tauscht den Easy mit dem nächsten kostenlosen LG RH8 aus und dann lauft ihr wieder zum Easy, steigt ein, drückt die Pfeiltaste nach rechts, seid in der Tuning-Werkstatt, verändert etwas am Easy in der Tuning-Werkstatt, verlasst die Tuning-Werkstatt und schon habt ihr den zweiten Easy dupliziert. Und das könnt ihr jetzt am laufenden Band machen, bis ihr eben keine freien Stellplätze mehr hier in der Arena drin habt. Freunde, ich hoffe, ihr habt diesen Glitch jetzt nun alle verstanden. Sollte etwas unklar sein, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann helfe ich euch weiter. Und nicht zu vergessen, am Ende noch zu sagen, wenn ihr jetzt die ganzen Easys auch wirklich bei euch in der Garage bzw. in der Arena sehen wollt, wechselt einfach die Lobby und sobald ihr in der neuen Lobby angekommen seid, werdet ihr feststellen, dass eure ganze Arena eben jetzt voll mit den Easys ist. Habe ich gerade fast vergessen, euch hier auf diesem Weg hier noch mitzuteilen. Und ja, dann wäre es das mit diesem Video gewesen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr so etwas in Zukunft öfters sehen wollt oder ob ihr das nicht sehen wollt. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.